Ich will über Beziehungen reden. Und zwar nicht nur intime Beziehungen zwischen zum Beispiel Mann und Frau, sondern über Beziehungen generell zwischen Menschen. Die haben die Tendenz dazu, Beziehungen, uns das Glück im Außen suchen zu lassen oder Bestätigung im Außen suchen zu lassen. Und was wir nicht erkennen, ist, dass wir erst innerlich uns vollständig fühlen müssen, bevor wir gesunde Beziehungen eingehen können. Alles andere führt zwangsläufig irgendwann dazu, dass wir diese Bestätigung, die wir im Außen suchen, irgendwann nicht bekommen oder es nicht unseren Erwartungen entspricht und dann dieses gute Gefühl oder diese Liebe in Hass oder in ein schlechtes Gefühl oder in tiefes Unglück umwandelt sozusagen. So, ich muss gerade mal gucken, ob es noch aufnimmt. Ja, Akku ist schwach. Und deshalb ist es so wichtig, bevor wir wirklich, und wir müssen erkennen, dass das Glück im Außen nicht zu finden ist, die Vollständigkeit, die wir suchen. Wir fühlen so eine Leere, die uns zu anderen Menschen hinzieht, um uns vollständig, um uns gut zu fühlen, weil wir selbst so uns ungut fühlen. Wir fühlen, dass irgendwas fehlt, weil wir eben auf der Oberfläche leben und diese Oberfläche verdeckt unseren Zugang zu unserem vollständigen, tiefen Bewusstsein, zu unserem Innern, wovon ich so oft rede. Und der erste Weg, um gesunde Beziehungen zu führen, um auch gesunde Beziehungen anzuziehen, ist eben, dass man diese Dimension in sich öffnet, erkennt, auf den Atem hört, meditiert, in die Natur rausgeht, spirituelle Bücher liest, sich einfach, oder wenn man das alles nicht machen will, einfach erkennt, dass das alles eine Illusion ist, dass man damit spielen kann, dass das überhaupt kein Problem ist. Und dann öffnet sich diese Dimension, diese friedvolle, die innere Dimension sozusagen. Wenn wir das erkennen, dann können wir auch gesunde Beziehungen führen mit anderen Menschen, weil wir dann die Bestätigung nicht mehr im Außen suchen. So, nimmt noch auf? Ja. Eckhart Tolle beschreibt es so, wenn sich zwei Menschen, die unbewusst leben, treffen, dann ist es wie, als ob sich zwei Bettler treffen. Und sie greifen sich gegenseitig in die Taschen und merken dann, dass sie ja beide gar nichts haben. Das heißt, man geht in eine Beziehung oder intime Beziehung oder normale Beziehung zu Freunden oder so, man sucht da sein Glück in dieser Beziehung oder seine Bestätigung. Und nach dem anfänglichen Hoch, natürlich ist es in intimen Beziehungen noch viel intensiver, nach dem anfänglichen Hoch merkt man dann, hey, der andere hat ja gar nichts, der kann ja gar nicht das geben, was ich will. Und da das, was man will, eine Illusion ist, ist es auch überhaupt niemals möglich. Und dann projiziert man seine negativen Gefühle auf den Partner oder auf diese Beziehungsperson. Das heißt, man projiziert dann die negativen Gefühle, die man selbst bekommt, erschaffen hat durch die Illusion auf den anderen und wird dann sauer auf den anderen und dann verwandelt sich das alles in Hass und Unglück. Und das sind keine gesunden Beziehungen, das gilt nicht. Liebe kennt kein Gegenteil, diese tiefe, verwurzelte Liebe. Sie ist nicht überschwänglich, sie ist aber auch nicht unglücklich. Sie ist einfach ein tiefer Zustand der Verbundenheit mit allen Dingen. Das ist es. Und manche Menschen reflektieren diesen Zustand mehr und manche weniger. Aber diese Liebe ist überall zu spüren und in jedem Menschen zu spüren, sozusagen. Das nur dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.